Ja, nach allem, was man hört, hat er Erkältungssymptome, aber er ist halt nicht schwer erkrankt. Also das scheint die Anfangsphase zu sein. Und klopfen wir dreimal auf Holz, dass es auch nicht schlimmer wird. Er ist zu Hause, er ist in häuslicher Isolation. Das heißt, er darf niemand anders treffen. Man muss unter den Eheleuten sparen, auch getrennte Toiletten haben, sofern dann zwei da sind. Aber es geht ihm wohl relativ gut. Wie wird jetzt regiert? Also sprich, wer ist der Mann, der Spahn jetzt vertritt? Also Jens Spahn ist nach wie vor der Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland. Jens Spahn ist nach wie vor im Amt und Jens Spahn agiert auch von zu Hause aus. Also Unterschriftenmappen werden ihm hingefahren. Ansonsten haben wir Videotelefonie und normale Telefonie. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk. Also Jens Spahn regiert sein Ministerium weiter oder amtiert weiter als Gesundheitsminister. Und im Haus, also für alle administrativen Sachen, die hier gemacht werden müssen oder für Besprechungen, die anstehen mit Mitarbeitern oder in anderen Ministerien, da gibt es seinen Staatssekretär Dr. Thomas Steffen. Und das ist echt eine Nummer. Das ist ein Spitzenbeamter, wie wir ihn selten haben in Deutschland. Der hat früher unter Wolfgang Schäuble hat er zum Beispiel die Euro-Rettung gemanagt. Also er war der Mann, der Griechenland an einer kurzen Leine gehalten hat. Er war der Mann, der dafür gesorgt hat, dass es keine Vergesellschaftung, keine Verallgemeinerung von Schulden gibt. Also dass wir nicht alle die Schulden dann halt von Griechenland tragen. Das war wirklich ein knallharter Mann. Als das Finanzministerium an die Sozialdemokraten ging, ist er dann zu Jens Spahn gegangen. Also der Mann kann was, muss kein Bange werden. Ja, der wichtigste Minister erkrankt mitten in der Pandemie. Was bedeutet das für das Krisenmanagement der Regierung jetzt? Ja, es ist vor allem jetzt nicht so ein schönes Zeichen, dass ausgerechnet der Bundesgesundheitsminister der Erste ist, der in der Corona-Krise auch an Corona erkrankt. Weil natürlich kommt da Hohn und Spott auf, der da einfach nicht hingehört, der nirgends hingehört, wenn jemand krank wird. Und es tauchen auch dann natürlich dann auch die Fragen auf, wie hat sich ausgerechnet der Minister, der uns ja allen sagt, wie wir uns schützen sollen, selbst angesteckt. War es im privaten Umfeld, wo es passieren kann? Oder aber hat er selber oder jemand anderes in seinem Umfeld oder auf einem Termin die AHA-Regeln, also Abstand halten, Maske und Hygiene nicht eingehalten. So, also das ist natürlich ein blödes Zeichen, dumm gelaufen, wirklich dumm gelaufen politisch. Das ist die Auswirkung, die wir momentan haben. Aber ansonsten ist es jetzt erstmal nicht weiter dramatisch. Was glaubst du, wie wird sich das in der Stimmung im Land bei den Menschen niederschlagen? Das hängt, glaube ich, inzwischen davon ab, in welchem Lager man sich inzwischen verortet hat. Also die Leute, die nicht an Corona glauben, die Verschwörungstheorien drin anhängen, die nicht glauben, dass die Maßnahmen begründet sind, die werden jetzt auch sagen, da seht ihr mal, ihr alle hängt euch eine Maske ins Gesicht, bringt ja gar nichts. Und ansonsten werden die anderen, die halt besorgt sind, ich zähle mich mal zu diesem Lager, steigt der Gruseleffekt dann natürlich ein bisschen mehr, weil wenn selbst Jens Spahn trifft, der sie nur wirklich dann noch geschützt hat, dann heißt das wirklich, also jetzt einmal mehr Hände waschen, einmal mehr die Maske auf. Lass uns mal auf die Stimmung im Land überhaupt zu sprechen kommen. Es gibt eine neue Studie, wir haben es dann wieder, das Klopapier geht aus. Es scheint ein bisschen so, als wären wir alle ein bisschen Corona-müde. Wie plant die Politik darauf jetzt zu reagieren? Wie will man das auffangen? Ja, es gibt ja diese bizarre Klopapiergarantie von der Bundesregierung. Also in der Finanzkrise wurde uns versprochen, dass unser Ersparte sicher ist. Jetzt in der Corona-Krise ist unser Klopapier sicher. Na hallo. Aber die Politik kann darauf nur reagieren mit beruhigenden Worten, mit besänftigenden Worten. Versuchen, den Leuten jetzt die Angst zu nehmen und die Panik zu nehmen, zu sagen, Leute, Klopapier ist genug da auf der Welt, daran werden wir jetzt nicht zugrunde gehen. Und Hamsterkäufer, also es ist immer gut, wenn man ein paar Vorräte zu Hause hat, das empfiehlt auch der Zivilschutz, dass man immer noch eine Dose zu Hause hat, also dass man mal so über eine Woche mal irgendwie hinkommt. Aber dafür muss man jetzt nicht hamstern. Corona ist kein Krieg. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.